So, wir können jetzt nochmal ein paar Söldner holen. 5 brauchen wir an der Zahl. Jetzt müssten wir Tressila befreien können. Ich hoffe, das X heißt immer, wo wir sind, ey. Attacke! Lasst uns die Kriminellen töten! Alarm! An die Waffen! Kämpft! Beschützt mich! Hurray! Wir haben gewonnen! Der Baron und seine Verbrecher wurden im Kampf getötet. Tressila ist jetzt frei. Söldner und Soldaten, die überlebt haben, werden im Dorf bleiben und ein Auge auf die Menschen haben. Schließlich ist eine Insel frei von Piraten. Nach dem Kampf kam einer der Sklaven zu mir und stellte sich als der ehemalige Bürgermeister des Dorfes vor. Danke, dass du uns befreit hast. Dieser Tyrann machte uns zu seinen Sklaven. Im Namen des Königs vertraue ich euch die Verwaltung des Dorfes an. Sagt mir, wie kann ich dir helfen? Der Bürgermeister nahm sein Amt wieder auf. Die Bewohner des Dorfes sind frei, aber es fehlt ihnen an grundlegenden Dingen. Wir müssen ihnen helfen. Einer der lokalen Fischer macht sich Sorgen um seinen Bruder. Sein jüngerer Bruder Gaut wurde ein Pirat, wenn er es nur überdenken würde und zurück zur ehrlichen Arbeit ginge. Der örtliche Händler möchte sein Geschäft auffüllen. Er braucht neue Waren aus der Stadt. Ich kann es nicht glauben. Sind wir wirklich frei? Der Fischer Reginald ist selber dankbar für die Befreiung der Gemeinde von den Kriminellen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich werde dir etwas zeigen. Reginald zeigte mir einen goldenen Seestern, den er am Meer gefunden hat. Er glaubt, dass es mehr davon gibt. Ich weiß nicht, ob es einen Wert hat, aber ich mag es. Fischer Reginald mag den goldenen Seestern sehr, auch wenn er es wahrscheinlich, keinen Wert hat. Wenn ich ihm ein Dutzend solcher Sterne bringe, wird er mir beibringen, wie man im Meer nach echten Schätzen sucht. Toll, ich sehe doch Komfort hier, ey. Na, keine Energie. Klasse. So, fischen. Doch, kann ich. Ich habe Köder. Okay. Ab in die Höhle. Ab in die Höhle. Ich brauche Energie. Vorsichtshalber werde ich hier gleich nochmal fischen. War sie eben auch schon da? Reginalds Frau braucht saftige Beeren, um einen Kuchen zu backen. Ein verwundeter Mann braucht meine Hilfe. Er versteckte sich hier vor Kriminellen, aber leider wurde er von einer Spinne gebissen.
Okay, was brauchen wir jetzt alles? Einen Heiltrank. Einmal Beeren. Zehn Brot, zehn Fleisch. Zehn Köder, fünf Seile. Zehn Köder, fünf Seile. Oh Gott, die sehe ich so schlecht gerade. Zehn Köder, fünf Seile. Okay, da muss ich hier unten vielleicht doch mal gucken, ob nicht doch noch irgendwo was ist. Wenn ich es denn sehe, da ist noch einer. Mehr erkenne ich jetzt nicht. Bären. Kriege ich Bären von euch? Nee. Ach so, ein Heiltrank. Kann ich auch kaufen. Ein Heiltrank, bitte. Oh, hier ist bestimmt irgendwo einer, aber ich erkenne einfach null. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Neune, drei fehlen noch. Das ist jetzt echt so ein bisschen immer nervig mit der Kohle. Ach, Schluss. Etwa das jetzt hier treiben. Das Fleisch an sich ist nämlich auch ganz schön teuer, ey. Also bis 300 würde ich eigentlich jetzt schon hochgehen wollen. Okay. Ich glaube 10-mal Fleisch, 10-mal Brot, ne? Ein paar Eier verkaufen. Haben wir noch irgendwas? Einen Diamanten. So, gucken wir hier noch nach diesen Stern. Eins. Zwei. Drei. Fischer, ja, gut hier. Ah, wir haben die Bären vergessen. Wow, so viele wunderschöne Seesterne. Danke. Jetzt werde ich dir mein Geheimnis erzählen.
Reginald hat mir gezeigt, wie man nach Perlen auf dem Meeresboden sucht. Sie sind sehr selten und teuer. Viel Glück, mein Freund. Auszeichnung erhalten. Gebildet. Erhalte 5 Kenntnisse. Ich gab dem Händler die gewünschten Waren. Der Händler gab das bisschen Gold, das er in der zu schwierigen Zeit gespart hat. Es ist weniger als der tatsächliche Preis, aber ich vergebe ihm die Schulden. Interessant. Der Bürgermeister nahm sein Amt wieder auf. Ich übergab dem Bürgermeister Kleidung und Essen. Im Namen aller Leute von Trisila bedanke ich mich sehr. Du bist immer mehr als willkommen. Ich behandelte seine Wunden. Er ist ein ehemaliger Sklave. Da er nichts mehr hat, stieß er sich mir an. So, kann man jetzt hier irgendwo nach Perlen suchen? Nö. Ich habe den Bürgermeister nach den Piraten gefragt. Vielleicht kennt er die umliegende Insel und kann mir bei meiner Suche helfen. Natürlich helfe ich dir, mein Freund. Ich werde dir alles über die Piraten erzählen, was ich weiß. Der Bürgermeister hat mir gesagt, dass die Piraten ein Versteck, die sogenannte Schwarzen Insel, haben. Das hat er vom Baron gehört. Leider weiß er nicht genau, wo die Insel liegt. Südöstlich von ihr ist eine einsame Insel. Versuch es da. Der Bürgermeister zeigte mir die Koordinaten der einsamen Insel auf der Karte. Vielleicht kann ich dort eine Spur der Piraten finden. Mein Weg sollte als nächstes dorthin führen. Ich gucke erst nochmal wegen den Perlen. Hier ist auch nichts. Achso. Ah, okay. Cool. Dann gehen wir gleich nochmal auf die Insel zurück. Ich hoffe, ich sehe alles, ey. Da oben ist noch einer. So ganz sicherlich nämlich nicht. Hat so ein bisschen was von einem Wimmelbildspiel, ey. Und ich muss sagen, obwohl das so billig ist, das Spiel eigentlich. Nicht vom Preis her, sondern Auszeichnung halten. Taucher findet 10 Perlen. Sondern von der Machart. Hat es doch eine gewisse Sogwirkung. Ich spiele es tatsächlich echt gerne. So, ich will jetzt erstmal die ganzen. Oh, da war was. Die ganzen Küstengebiete noch abgrasen. Kann ich die Perlen bei ihm hier verkaufen? Jo, oh yeah. Okay, hier ist scheinbar nichts mehr. Oben eigentlich beim Wasserfall eventuell? Nö. Bären. Kann ich irgendwo Bären kaufen? Einmal. Sehr gut. Was? Hier ist nichts? Doch, da eine. So. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die auch gleich. Money, money, money. Und holen uns auch gleich noch ein bisschen Energie. Thank you.
Und dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter, wenn wir die nächste Insel besuchen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.